Schönen guten Morgen, Marisa. Schönen guten Morgen, Max. Freue mich sehr, dass ihr bei uns seid. Ja, wir freuen uns auch. Vor allem, ihr seid ja, ich glaube, wirklich fast von Anfang an dabei, ne? Am 9.01.2002, ja. Da lief die erste Sendung. Mit welchen Erwartungen seid ihr eigentlich damals mit den Cops gestartet? Also ich hatte ja am Anfang gar keine Erwartungen, weil ich eigentlich gar nicht für die Rolle besetzt war, sondern jemand anders. Oh. Und ich war eigentlich sehr traurig, dass das nicht geklappt hat. Ja. Und weil ich mir gedacht habe, naja, aber die Stockel ist doch eine Rolle, die ich spielen kann. Und ja, und dann ist aber nochmal gecastet worden und das hat dann der Dieter Kehler gemacht und der hat gesagt, ich darf nochmal zum Casting kommen. Und dann bin ich es geworden und ich glaube, Sie sind sehr glücklich, dass ich das jetzt spiele. Ich bin seit 15 Jahren dabei, das ist ganz offensichtlich. Aber du hast es im Grunde genommen gewusst, das ist eine Rolle. Manchmal merkt man das ja einfach auch, dass man sagt, irgendwie das kann ich spielen, das macht mir Spaß, das würde passen. Und ja, und ich bin eigentlich auch sehr glücklich, dass es dann so gekommen ist, dass ich das gekriegt habe. Ja. Bei dir musstest du auch noch mal ran, Max? Bei mir ist ein bisschen anders gelaufen. Ich wurde eingeladen zum Casting als Partner für den Josef Hannes Schläger, also quasi als preußischer Kommissar, also nicht bayerischer Kommissar. Und ich bin natürlich hin und habe gesagt, ja, vielen Dank für die Einladung und so. Aber ich habe gesagt, so wirklich, zu mir passt das eigentlich nicht. So cooler Kopf und so. Also ich habe mich jedenfalls damit nicht so ideal besetzt gesehen. Naja, aber das Casting lief so schön. Und der Josef und ich hatten auch viel Spaß. Und ich habe so, ciao, und macht es gut und viel Erfolg. Und bin nach Wien nach Hause gefahren. Und ungefähr 10 Tage später kriege ich einen Anruf von der Redaktion, sagt, ja, also das mit dem zweiten Kommissar ist nichts geworden, aber es gab halt einen blöden Polizisten, wollen Sie den spielen? Kehrt schon mir. Ja, das heißt, man hat dann die Rolle für dich noch erfunden im Grunde genommen, die war gar nicht vorgesehen vorher. Oh ja, die gab es natürlich schon, aber mich in der Rolle gab es nicht. Man hatte dich anders im Blick. Wir wollen mal schauen, ich meine, wenn ihr 15 Jahre so viel Zeit auch miteinander verbringt, jetzt laufen 27 neue Folgen an ab morgen, kennt man sich ja doch sehr gut. Ich habe Halbsätze für euch, die ihr bitte ganz spontan ergänzen. Ja, sowas, ne? Guten Herrlich. Morgen. Wir lieben das. Max, wenn ich an die erste Begegnung mit Marisa denke, dann? Es ist unvergesslich. Man muss natürlich jetzt eigentlich sagen, warum, aber. Ach so. Warum? Warum? Wir schauen Sie da an. Ja, das stimmt, ich kann dich verstehen. Marisa, als allererstes ist mir an Max aufgefallen, dass er blaue Augen hat. Marisa, dass Max schlechte Laune bekommt, merke ich immer daran, dass... Wenn seine Gesichtszüge entgleisen. Wie sieht das dann aus? Max, wenn Marisa eine Stelle im Drehbuch nicht gefällt, dann... Dann sagt sie sie anders. Ohne Ankündigung, ohne Diskussion, sondern nein, es wird einfach wird anders gesagt. Ganz schön lange Textproben wird das natürlich diskutiert. Und okay. Ja, wir besprechen uns ja auch manchmal. Wir haben so ein Kabuff, wo wir uns immer treffen und dann schon mal die Texte durchgehen. Und oft wird der Regisseur auch dann überfallen und wir sagen, wir haben da mal was vorbereitet, strebsam. So. Also du kriegst dann auch deinen Willen. Och ja, durchaus. Es geht noch weiter. Max, von Marisa habe ich gelernt... Zu sagen, was man will. Marisa, von Max habe ich gelernt. Ich habe so viel von ihm gelernt. Ich bin manchmal sehr impulsiv und ich habe gelernt, eben nicht so impulsiv zu sein und manchmal den Kopf einzusetzen und nicht immer aus dem Bauch raus zu agieren. Macht er das? Bist du eher so ein Kopfmensch, Max? Ich bin, glaube ich, beides. Beides. Ich hätte das jetzt fast umgekehrt gedacht. Ja? Ja, nee, also ich kann sehr impulsiv sein und der Max ist manchmal... Also darf ich mich dazu kurz äußern? Ja, bitte. Ich bin so ein Gefühlsmensch, dass es schon fast zu viel ist. Und deswegen habe ich echt gelernt, manchmal echt den Kopf einschalten, ist manchmal ganz sinnvoll. Ja. Wenn Sie noch Nachfragen haben dazu, rufen Sie uns gerne an unter der 021-1164-99564. Sie können uns auch gerne Ihre Fragen per Mail schicken an vollekanne@zdf.de oder Sie posten sie per Facebook. Bis 10:30 sitzen wir hier gemeinsam beim Frühstück zusammen und ich freue mich wirklich richtig doll, dass ihr da seid. Lasst euch das Frühstück schmecken. Wir nehmen das jetzt gleich mit auf für die Rosenheim-Cops als Vorschlag für den nächsten Fall. Der Deutsche Fernsehpreis als Tatwaffe. Ja. Beziehungsweise so, bei uns werden ja immer die Leute mit stumpfen Gegenständen erschlagen. So stumpf hat der sehr oft gesehen. Der ist ziemlich stumpf. Ja? Ich habe euch da nicht gesehen. Ihr musstet drehen, ne? Also ich bin auch jetzt nicht jemand, der unbedingt immer auf solchen Veranstaltungen... Fühlt ihr euch da nicht so wohl? Ich hatte gar keine Einladung. Ich bin gar nicht reingekommen. Das gibt's doch wohl nicht. Ich hatte auch keine Einladung. Noch nie.
Was? Naja, jetzt ist eh vorbei. Jetzt ist vorbei. Bayerischen Fernsehpreis, dann, da gibt's, den gibt es ja nicht. Ja, dann wird es hoffentlich auch weitergehen. Ich meine, ähnliches Gedränge herrscht ja auch auf dem Oktoberfest. Das ist ja bei euch quasi vor der Haustür. Die Rosenheim-Cops werden ja zumindest, wenn es Innenszenen sind, in München gedreht. Seid ihr da dieses Jahr schon gut zugange gewesen? Seit Ende März. Ich meine nicht mit den Dreharbeiten, sondern auf dem Oktoberfest. Also ich war heuer das erste Mal nicht auf dem Oktoberfest. Ja. Ich habe auch geschwänzt. Warum? Lasst ihr euch das entgehen? Ich hatte eine Woche frei und ich habe die einfach andersweitig genutzt. Und bin eigentlich noch sehr erholt vom Urlaub. Und Oktoberfest ist immer wahnsinnig anstrengend, finde ich. Und ja. Was ist denn daran so anstrengend für viele? Es ist ja einfach nur ein Spaß und Leute treffen, Maß trinken. Also es sind natürlich viele Leute, die da sind im Zelt. Mhm. Also mir sind diese Massen einfach manchmal zu viel. Dann auch so dann auf der Bank stehen und zu schlechten Liedern singen. Müsst ihr ja nicht, man zwingt euch keiner. Ja, hat aber man du euch das schon mal gesagt? Nicht drumrum einfach. Ich mach das gern. Zu schlechten Liedern auf der Bank stehen. Na gut. Was, das ist die Frage, was sind schlechte Lieder? Ja, das ist nach der zweiten Mal eh Auslegungssache. Können wir das mal definieren, die schlechten Lieder? Nee, können wir nicht. Definieren. Das ist so persönlichste Ansichtssache. Ach, ich merke, da driftet ihr dann auseinander, was die Bewertung von Musik angeht. Aber über Musik kann man sich ja irgendwie, finde ich, eh schwierig. Der eine findet das gut, der andere findet das gut. Also genauso wie bei Büchern, man kann sich da schlecht streiten einfach. Es ist immer Geschmackssache. Ihr seid als Team bei den Rosenheim-Cops, geht ihr sehr harmonisch miteinander um. Für die ganz, ganz wenigen unter Ihnen, die es da vielleicht noch gibt, wollen wir mal zeigen, wie die beiden bei den Rosenheim-Cops agieren. Bitte schön. Das Motto in Rosenheim ist klar. Es gab der Leich. Michi, es gab der Leich. Was? Meistens dauert es gar nicht lange, bis es bei Polizeisekretärin Miriam Stockel klingelt. Sag den Kollegen Bescheid. Bei den Kollegen handelt es sich zum einen um Michi Mohr, Polizist der ersten Stunde. Die Frau Rosi hat gesagt, dass es prickelt hat auf den Lippen. Prickelt. Auf den Lippen. Auf den Lippen. Außerdem die beiden Hauptkommissare. Sven Hansen, seit etwa 2 Jahren bei der Rosenheimer Polizei. Guten Morgen, Herr Hansen. Morgen. Na nun, ich dachte, Sie sind heute. Und er natürlich. Das ist unser Herr Hauptkommissar, der Herr Hofer. Leiche hin oder her, in Rosenheim bleibt man bayerisch gelassen. Apfel gedeckt und Käsesahne. Okay, Michi, du weißt, dass ich fast nie einen Kuchen esse. Außerdem muss ich ein bisschen auf Melini achten. Mit dem bisschen. Na gut, überredet. Oft unfreiwillig fleißig ist Michi Mohr, Polizist und wenn es sein muss, Laufbursche. Eine Sache noch. Wir wissen immer noch nicht, ob der Herr Reichenberger zur Tatzeit tatsächlich am Hotel am Park gewesen ist. Verstehe. Sollen wir der Sache nachgehen? Das wäre eine feine Sache. Dann werden wir das tun. Schönen Feierabend. Gleichfalls. Vierte Miri. Weil er ebenso fleißig ist wie Sie und ebenso unterschätzt, sorgt Sekretärin Miriam Stockel dafür, dass Michi nach 10 Jahren endlich den Lohn für seine Mühe erhält. Heute früh wurde im Innenministerium Ihre Beförderung beschlossen. Und dazu darf ich Ihnen recht herzlich gratulieren. Dankeschön. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Moment, dann sagen Sie halt nichts und machen Sie weiter so gute Arbeit. Hm? Ja, ist recht. Wenigstens ein paar Lorbeeren verdient sich aber auch die eifrige Sekretärin. Zum Beispiel mit heimlichen Ermittlungen. Marisa Burger als gute Seele der Rosenheimer Polizei. Die Rolle scheint der quirligen Münchnerin auf den Leib geschneidert. Schaut ihr heute die Taschen einmal an und den Lippenstift. Sowas kann nur einer jungen Frau gehören. Mhm. Jetzt geben sie halt endlich zu, dass sie mich permanent unterschätzen. Wo Marisa Burger mit Temperament punktet, überzeugt Max Müller mit seiner ruhigen Art. Den bayerischen Dialekt allerdings bekam der gebürtige Österreicher nur neben die Wiege gelegt. Aufgepasst. Tasche der Toten gefunden. Ach so. Na, bleibt aber trotzdem die Frage, wie kommt diese Visitenkarte in die Rocktasche von unserer Frau Reichenberger? Ja, die bleibt. Morgen startet die 14. Staffel. Und auch hier darf man sich auf Bewährtes freuen. Krippe Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Aleich. Ja, wo? Die bedauernswerte Tote in der ersten Folge, Traumhochzeit mit Todesfall, ist Beruf Hochzeitsplaner. Wissen Sie schon? Verdächtig der Ehemann. Sie denken sicher, was ist denn das für ein Ehemann?
Die Frau ist ermordet worden und der macht Termine. Tja. Genau deshalb sollte Michi ihn etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das Alibi war von Herrn Reichenberger gecheckt. Vom Herrn Reichenberger? Ja. Ja, selbstverständlich. Und? Der Herr Reichenberger hat angegeben, dass er gestern kurz nach 17 Uhr im Hotel am Park eingecheckt hat. Und zwar in der Honeymoon-Suite. Tja, Michi ist nicht gerade ein Polizist von Welt, aber ausgestattet mit einer guten Portion Bauernschleue. Ich weiß nur, dass er nicht alleine gewesen ist in der Honeymoon-Suite. Und so gelingt es sicher früher oder später. Danke. Wieso kriegen wir das erst jetzt? Weil das aus Versehen beim Herrn 80er auf dem Schreibtisch gelandet ist. So. Auch diesen Fall zu lösen. Was da in der Honeymoon-Suite vorgefallen ist, können wir morgen erfahren. 19:25 Uhr geht's los mit den neuen Folgen. 27 neue Folgen sind da am Start. Im Grunde genommen kannst du ja froh sein, dass du als Polizeihauptmeister besetzt worden bist, weil wenn du als der coole Gegenpart vom Kobinienhofer eingesetzt worden wärst, wärst du wahrscheinlich schon nicht mehr da, weil die wechseln ja irgendwie ständig, habe ich das Gefühl. Aber du bist seit 15 Jahren dabei. Ja, also oder? Wir beide, der Josef Hanneschley und die Karte. Auch, ja. Genau. Aber warum wechseln seine Partner so häufig? Nein, die müssen auf Fortbildung oder meist zur Kur. Man kennt ja Burnout im Polizeipräsidium. Stimmt. Insofern sei froh, dass du der Polizeihauptmeister nur geworden bist, der aber eigentlich ständig mehr will. So ein bisschen, ne? Ich war ja lange Jahre war ich Polizeiobermeister, abgekürzt POM. Und dann hinterher gesagt, jetzt ist er doch ein bisschen zu alt, jetzt müssen wir ihn ein bisschen befördern. Nun bist du ja Österreicher. Mhm. Wie schwer ist es dir denn dann gefallen? Ich meine, viele sagen, es klingt doch sehr ähnlich, das Österreichische und das Bayerische, aber wie schwer ist es dir wirklich gefallen, als Österreicher dieses Bayerisch so überzeugend zu bringen? Ich meine, dir ist es ja in die Wiege gelegt worden, ne? Bei dir nicht? Nee, das musste ich schon lernen. Also, und da muss man einen Dialekt halt richtig beobachten und ein bisschen mit Kopf auch wirklich schauen, wo liegen da so die Schwerpunkte bei einem Dialekt. Und das kann man schon herausfinden. Und wo liegen die Schwerpunkte beim Bayerischen? Also ich habe dann irgendwann kapiert, das Allerwichtigste ist im Bayerischen, also für mich zumindest, so ein richtig schön kehliges, gutturales Ja, genau. Wenn du das A einmal hast, das ist mindestens die halbe Miete. Ja, doch, das A. Ja, gleich schon. Also kein A, sondern A. Es gibt das A schon auch. A, okay. Ja, noch weiter hin. Okay. Also das kommt eigentlich von dort. Jetzt sag mal Marisa, also ich sage ja Marisa. Ja. Wie sagst du das auf Bayerisch? Das ist die Marisa. Marisa, okay, da gibt es keine großen Unterschiede. Nee. Aber ihr könnt ja beide viele Dialekte, ne? Oder? Also ich denke, wenn man musikalisch ist, ich finde immer Sprachen und Dialektik hat mit dem Zuhören und was mit einer Musikalität und mit einem Rhythmus zu tun, ist meine Meinung. Und ich finde, wenn man gut zuhören kann, wenn man musikalisch ist, dann nimmt man gewisse Sachen auf. Und jede Sprache und jeder Dialekt hat ja auch eine gewisse Melodie. Und wenn man sich mit Musik beschäftigt oder wenn man sagt, wenn man auch ein musikalisches Talent in die Wiege gelegt bekommen hat, finde ich, dann tut man sich auch mit Sprachen und mit irgendwelchen Dialektiken leichter vielleicht, ich weiß es nicht, also glaube ich zumindest. Ihr habt ja beide eine klassische Gesangsausbildung, ne? Also ich habe eher, also bei mir ist es Querflöte, also ich kann schon singen auch, aber da muss ich mich erstmal einsingen. Ich singe nicht so schön wie der Max Müller. Ja, Max, den hören wir nachher übrigens noch singen, wir hören dich nachher noch singen. Ach so? Ja, schon. Ich muss noch mal ganz kurz bei den Rosenheim-Cops bleiben. Also morgen geht's ja los mit den neuen Folgen und wir können sicher sein, dieser Mord wird definitiv aufgeklärt. Ihr findet immer Leichen, wie du immer sagst, und auf jeden Fall den Mörder. Ihr habt eine Aufklärungsrate von 100%. Absolut. Das entspricht jetzt nicht so wirklich der Wirklichkeit. Warum kommt es für euch nicht in Frage, dass auch mal ein Mord unaufgeklärt bleibt? Wie in der Realität, wie im wahren Leben? Das liegt nicht an uns. Also wir hatten einmal einen Fall und den fand ich also besonders schön und besonders charmant nämlich auch. Mhm. Da gab es überhaupt keine Leiche. Man hat nur geglaubt, dass es eine Leiche geben wird. Und in Wirklichkeit war das aber ein Pärchen, das alleine sein wollte. Ein junges Pärchen. Die haben sich dann irgendwann auf die Herreninsel am Chiemsee irgendwie halt zurückgezogen und alle haben geglaubt, um Gottes Willen, die sind weg. Die sind vom Bären zerfetzt oder von irgendeinem Psychopathen verstümmelt worden. Nichts dergleichen. Und das fand ich eigentlich sehr nett. Glaube ich, aber es ist eher selten. Es muss immer erleichtert werden. Ja, und immer ich denke, das ist auch das Serienkonzept so. Und wie gesagt, das sind ja nicht wir, sondern das sind die Redakteure und die Drehbuchautoren. Es liegt nicht in unserer Macht einfach. Deine Tante war ja wirklich Polizeisekretärin, oder? Also ja, es gibt eine Verwandte von mir, die ist in München Polizeisekretärin gewesen. Das ist die Tante Rosi. Ja. Und die war Polizeisekretärin. Und was sagt die Tante Rosi zu deiner Rolle? Stimmt das mit der Realität überein? Also ich denke, so
Getratsche und Neugierde und irgendwie sowas. Und Flurfunk, was ist auch ein schönes Wort, das geprägt worden ist bei uns, gibt's, glaube ich, überall einfach. Und dass es irgendwelche Hierarchiestreitigkeiten und Besserwisser gibt, ich glaube, das gibt's auch in jedem Job. Und ich finde, das wird da einfach sehr, sehr charmant aufgegriffen. Aber deine Tante durfte nicht raus und selber auch mal ermitteln oder das so. Glaube ich, oder dass sie, nee, das ihre Nase ich. Irgendwo reinstecken. Ja. Und darum ist es ja Serie und fiktiv. Und das andere ist das, also das wahre Leben. Und in der Serie ist ja auch ebenso mit. Wir sind fast wie im wahren Leben. Wann geht's weiter mit den Dreharbeiten? Schon seit Ende März. Ja. Also und geplant ist es, glaube ich, bis zum 2. Dezember. Oder 3. Dezember sogar. Ja. 27 neue Folgen. Genau. Ja, klar. Wie viele Tage pro Woche dreht ihr dann? Fünf. Ja. Also ja. Von Montag volle Arbeitswoche. Aber grundsätzlich eigentlich schon, ja. Wow. Wenn Sie noch Fragen haben an Marisa und Max, dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail oder posten Sie Ihre Fragen bei Facebook. Wie gesagt, bis 11 sind wir hier noch nett beieinander. Viel zu jung. War so ein großartiger Schauspieler. Ja. Habt ihr denn mal mit ihm zusammenarbeiten können? Ich nicht, nein. Nee, noch nie. Ich auch nicht, aber ich habe ihn einmal live gesehen auf der Bühne, Theaterbühne. Die haben, das war schon so ungefähr 10 Jahre her. Da haben sie in der Kleinen Komödie in München, haben sie Klimbim als Theaterstück aufgeführt. Also die natürlich genau dieselbe Crew und das war schon großartig. Er hat schon auch eine tolle Ausstrahlung. Ach, ich wusste gar nicht, dass er die Stimme von Robin Williams ist. Von Robin Williams. Ja. Und ist ihm jetzt sozusagen gefolgt, wenn man so will. Apropos Theater, du sagst, du hast ihn als Zuschauer auf der Theaterbühne gesehen. Wie oft steht ihr denn selbst auch auf der Theaterbühne? Oder viel die zu wenig arbeiten, das mittlerweile. Nicht so? Ja, also ich habe schon gerne Theater gespielt, auch, aber es ist sehr, sehr schwierig einfach, weil wir doch viel drehen unterm Jahr und das mit den Probenzeiten einfach sehr schlecht zu vereinbaren ist. Also ich habe es einmal gemacht, da haben wir im Januar, also nach Silvester, glaube ich, zu Proben angefangen. Dann ging die Drehzeit los und dann hieß es schon, auf der Dispo muss um 17 Uhr abgedreht sein und dann ins Theater. Oh Gott, ja. Und, Donnerstag oder von Mittwoch bis Sonntag haben wir dann Theater gespielt und ich habe untertags gedreht. Also das ist einfach, also ich war dann wirklich fertig am Ende. Ja? Also das ist einfach sehr, sehr belastend und sehr anstrengend. Ja, da auch. Kannst du bei keinem wirklich 100% geben. Oder doch, du gibst 100%, aber du bist einfach ausgelaugt. Ja, du bist dann leer. Genau, danach ist man leer. Aber ich würde gerne wieder Theater spielen. Es fehlt mir schon. Ich bin gerne auf der Bühne gestanden. Das glaube ich. Ja. Wie ist bei dir? Du hast ja auch mal auf der Bühne gestanden. Ich habe sehr viel auf der Bühne gestanden. Ja, ich meine, du stehst immer noch als Sänger auf der Bühne auch, aber mit Theater hat sich ein bisschen reduziert. Ich bin jetzt 28 Jahre im Beruf. Und 12 Jahre davon habe ich fast ausschließlich nur Theater gespielt. Und hast mal mit einer Gitarre nach einer Regisseurin geworfen. Ach Gott. Das traut man dem gar nicht zu, oder? Der sieht so harmlos aus. Der kann schon, wenn er will. So nett und harmlos. Ich habe darüber nachgedacht, also weil ich irgendwie befürchtet habe, dass du da doch mal nachhaken wirst. Ja, diese Geschichte spricht sich halt um. Nee, aber ich habe mir gedacht, ich bin ja freundlich, ich bin echt geduldig und ja, sagen wir, belastbar wie ein Esel, ja, aber ich bin auch stur wie ein Esel. Und wenn jetzt jemand glaubt, wenn man diese Freundlichkeit und diese, ja, innere Ruhe, sage ich mal, wenn man die mit Dummheit verwechselt und wenn man das versucht auszunutzen, dann kann ich auch beißen wie ein Esel. Everybody's Darling is Everybody's Step trifft in dem Fall auf dich nicht zu, hat die Regisseurin aber womöglich gedacht. Aber am Set von den Rosen im Kopf hat er noch nicht mit irgendwas rumgeschmissen. Nee, aber man wird natürlich mal laut, auch das ist ja normal. Wir arbeiten da ganz eng zusammen, sind viele Menschen um einen rum und manchmal muss man sich halt auch Luft verschaffen. Also manchmal ist es halt einfach so und dann wird man kurz laut. Brüllt mal und dann ist wieder gut einfach. Ja. Ich finde, das gehört ja auch dazu. So ein Gewitter reinigt die Luft und dann ist alles wieder entspannt. Ja, und es ist ja auch kreativ einfach. Dann ist mal wieder Ruhe auch dann. Ihr habt ja vorhin erklärt, du bist ja Österreicher und musst aber Bayerisch sprechen bei den Rosenheim-Cops. Und wir haben ja vorhin von Marisa gelernt, wenn man eine Gesangsausbildung gemacht hat und sich mit Gesang auch auskennt, fällt es einem leichter, auch Dialekte anzunehmen. Und wir wollen Ihnen jetzt mal beweisen, dass Max Müller wirklich singen kann. So klingt Max Müller, wenn er singt. Ach so. Herrlich. Eine ganz andere Seite als die wir von den Rosen im Kopf kennen. Du bist ausgebildeter Opernsänger. Ja. Haben viele dir womöglich gar nicht zugetraut. Wie oft trainierst du deine Gesangsstimme? Ich singe eigentlich jeden Tag, aber vor allem deswegen, weil ich es gern mache. Ja. Und so richtig üben, Du singst dich auch ein bei uns am Set. Man weiß schon, der Max ist da. Du bist ja auch mit Gesangsprogrammen auch unterwegs. Mhm. Stehst da zumindest dann auf der Bühne. Jetzt nicht auf der Theaterbühne, aber auf einer Gesangsbühne sozusagen. Mhm. Und es wird Weihnachten eine CD von dir geben mit Weihnachtsliedern, aber ganz besonderen Weihnachtsliedern. Also nicht so die Klassiker.
Die wir kennen, ne? Darf ich ein bisschen darüber erzählen? Erzählen? Ich bin ja in Kärnten aufgewachsen und in Kärnten hat man theoretisch zumindest die Möglichkeit, in drei Sprachen Weihnachten zu feiern. Also Deutsch, Slowenisch und auch ein bisschen Italienisch. Mhm. Und das hat mir immer so gefallen. Und dann hat das irgendwie so früh in mir die Neugier geweckt, einfach herauszufinden, wie Weihnachten in anderen Ländern klingt. Und dann habe ich so seit ungefähr 15 Jahren leicht, habe ich angefangen, Weihnachtsmusik zu sammeln. Also Noten, aber auch viele CDs und Platten. Ich habe, glaube ich, ungefähr so viel an CDs, irgendwie reine Weihnachtsmusik. Aus Europa? Aus Europa, also so international eigentlich. Ja. Also das geht wirklich von gregorianischen Chorälen bis hin zu Bob Dylan, Tori Amos. Also so vollkommen gemischt. Und darunter sind natürlich auch viele Weihnachtslieder aus anderen Ländern und vorwiegend Europa natürlich. Mhm. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, mach doch einmal eine Weihnachts-CD selber. Und daraus ist geworden, ich habe 14 Weihnachtslieder aufgenommen, in 10, dass ich nichts Falsches sage, nee, Quatsch, in 7 verschiedenen Sprachen und dann noch in 3 verschiedenen Dialekten. Uiuiui. Also wenn man jetzt einen Dialekt als Sprache bezeichnen würde, als eigene Sprache. Ja. Also ich sag's mal kurz. Ist es so. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch, Slowenisch und dann Wienerisch, Kärntnerisch natürlich und Bayerisch. Und so ein paar deutsche Klassiker sind natürlich, also Hochdeutsche. Könntest Klassiker du uns was Polnisches ansingen? Könnte ich. Aber mach doch schön, mal. Schön, dass du weißt. Das ist nämlich, das war eine echte Entdeckung für mich. Polnisch? Das heißt, ja, ja. Also ich mag die Sprache sehr gern. Und ich habe auch eine sehr schöne Zeit in Polen verbracht, in Lodz, also Theo, wir fahren nach Lodz, das sich ausspricht Łódź. Die sagen Łódź. Theo, wir fahren nach Łódź. Und das ist ein ganz berühmtes Wiegenlied, ist in Polen so berühmt wie bei uns Stille Nacht. Magst du das mal ansehen? Gerne. Geht das so, das heißt, so kalt, aus dem Kalten? So nach dem Orange Wine. Ja. Und das heißt Lulajże Jesuniu. Lulajże heißt sowas wie so Aja Bobaja irgendwie. Ja. Und Jesuniu ist natürlich das kleine Jesulein. Das geht so. Lulajże Jesuniu moja perelko, lulajwo lubione mi pieścidelko, lulajże Jesuniu, lulajże lulaj, a ti gomatuniu płaczu tulaj. Ja, Weihnachten können wir das dann hören, irgendwann im Dezember. Ja, oh, wie schön, schöne Idee, wirklich. Ich wollte jetzt eigentlich Zuschauerfragen stellen. Die sind noch nicht da, sonst machen wir einen. Ah, Dankeschön, danke dir ganz lieb, danke, Nick. Hier, wir haben von Norbert Franz eine Frage bekommen. Ein Vergnügen, diese beiden liebenswürdigen Menschen zusammen spielen zu sehen, unnachahmlich. Wir haben Allaich. Oder die Empörung von... Wie? Es gabert Allaich. Ah, das ist die richtige. Ah, er schreibt, wir haben Allaich. Es gabert Allaich. Es gabert Allaich. Oder die Empörung von Max Müller bei schlechter Behandlung. Er genießt das sehr. Morgen laufen die neuen Folgen an. Herr Müller und Frau Burger, fragt Detlef Sack. Inzwischen ist Herr Müller als Michi schon 3-mal mit unterschiedlichen Dienstgraden aufgetreten. Ja, ist ihm aufgefallen. Ja, stimmt. Ja, er findet das irgendwie seltsam. Hat er da was verpasst oder ist er schon mehrmals im Dienstgrad gestiegen oder degradiert worden, wenn er wissen? Also der erste... Aufmerksame Zuschauer, unglaublich, Wahnsinn! Die schauen auf die Schulter. Ja. Die erste Beförderung war sensationell. Also das ging vom POM, vom Polizeiobermeister, gleich zum Kommissar. Weil das gab einfach einen Garderobenfehler. Ja? Weil sich jemand gedacht hat, mein Gott, ja, irgendwie ein silberner Stern ist hübscher als 3 grüne. Okay. Und dann haben wir mit einem Regisseur zusammen, mit dem Jörg Schneider, gesagt, na, eigentlich schade, weil das gehört ja zur Rolle, dass der so ein bisschen was will und gern befördert werden möchte und er schafft es halt nicht so. Ne? Da habe ich gesagt, wir werden es jetzt stillschweigend wieder die 3 Grünen werden lassen und mittlerweile hat er ja einen Grünen dazu. Stillschweigend, aber du siehst, das geht an den Zuschauern nicht einfach so vorbei. Ja. Du seid jetzt seit 15 Jahren dabei und wir wollen jetzt mal eure kriminalistische Beobachtungsgabe testen, ob sich da vielleicht was aus der Serie ins wahre Leben abgespiegelt hat. Wie ihr so beobachtet, kurz vor 10 war es. Da kam hier ein junger Mann herein und hat mir Zuschauerfragen für euch gegeben. Mhm. Ihr erinnert euch? Ja. Gut. Könnt ihr euch erinnern, welche Haarfarbe der hatte?
Liebe Zuschauer, Sie können ihn jetzt sehen übrigens. Die beiden können ihn nicht sehen. Blond war der. So braunblond. Ja, braunblond. Ja, so. Okay. Straßenköterblond. Jünger oder älter? Jung. Ja. Jung. Könnt ihr euch auch an den Namen erinnern? Was hat er an? Warte mal, wisst ihr noch, was der anhat? Er hatte eine beige Hose an und... Oben war was Blaues. Ja? Und eine beige Hose aber. Ich hab oben. Ich. Oh. Und? Bitte? okay. Er hatte eine Blue Jeans an. Echt? Er hatte eine Blue Jeans an. Okay. Und oben? Weißes T-Shirt, blauer Pulli. Ja. Also insofern ein bisschen mit Blau gar nicht so verkehrt. So. Und könnt ihr euch noch an den Namen erinnern? Ich habe auch den Namen. Lars, kann das sein? Christian. Nein. Andreas? Nein. Nick. Nick. Aber ich finde, das war schon gar nicht so verkehrt. Ja. Das war schon gar nicht so verkehrt. Sehr schön. Ich dachte, wir würden euch irgendwie aufs Glatteis führen können. Angela Grundl aus Inning am Ammersee hat uns noch gefragt, warum sprecht ihr beide jetzt ohne Dialekt, obwohl ihr doch aus Bayern bzw. Kärnten kommt? Naja, also ich meine, das ist ja wie Schauspiel, wo man sagt, man macht ja auch nicht den ganzen Tag Faxen. Man hat ja auch eine, also ich rede ja auch zu Hause nicht immer nur bayerisch, sondern ich bin auch der hochdeutschen Sprache mächtig. Und ich glaube, wenn man hier sitzt und für ein allgemeines Publikum... Damit euch auch alle verstehen. Ja, also ich meine, ich finde es schön, wenn man das kann, aber ich bin jetzt nicht jemand, ich renne ja auch nicht immer im Dirndl rum, nur weil ich aus Bayern komme oder so. Also. Ich schon. Das ist gleich, wenn du zu Hause bist, bist du aber richtig drin. Wollen hier jetzt einmal so richtig kärntnerisch anfangen reden, und wenn unsere Zuschauer beim ZDF Kaffee tun, mit uns, dann wird überhaupt nichts am Fest. Nein, wird sehr wenig. Wobei, Marisa, du kannst ja auch ganz viele Dialekte. Ja. 10 ungefähr? Also das war so, ich habe ja auch, wenn ich das so sagen darf, ich habe ja Hörbücher besprochen von der Sigi Heidi Hohner, die sehr lustige Bücher geschrieben hat. Betthupferl, ne? Betthupferl und Zipfelklatsche heißen die. Und da kommen natürlich auch verschiedene Charaktere vor. Schweizer kommen, oder Franken kommen vor. Also, und es macht natürlich wahnsinnigen Spaß, da in diese Welt einzutauchen. Und es war einfach sehr lustig, das zu besprechen, weil du einfach ganz viele verschiedene Rollen gestalten konntest, ohne dass du nervige Kollegen um dich rum hast. Und ich konnte das einfach mit einem ganz, also ich habe das einfach besprochen, das hat Riesenspaß gemacht. Welches war der schwerste Dialekt? Also es ist immer, man muss, wenn man eben sagt, man geht ins Österreichische oder es gibt einen Schweizer einfach da, dass man sagt, ich habe eine Freundin in der Schweiz und mein Freund lebt in der Schweiz. Wenn man da zuhört, einfach, es gibt Worte, die einfach bei uns falsch ausgesprochen werden oder wo wir Deutschen denken, man spricht es so aus. Also, und da muss man einfach gucken, dass man auch richtig bei der Sprache bleibt. Also das Schweizerische falsch einfach. War schon ein bisschen schwierig. Grüße von Holm Kaulfuß. Er möchte wissen, wie bekommt ihr es hin, dass in der Serie immer schönes Wetter ist? Stimmt. Jetzt, wo ich es lese, es ist echt immer schönes Wetter bei euch. Wir drehen nicht im Winter. Obwohl, ihr dreht doch jetzt bis zum Dezember. Ja, aber da sind wir im Studio. Und da sind wir ja drinnen. Also es ist ja ganz geschickt gemacht. Also eigentlich. Ihr legt die Außendrehs mehr oder weniger in den Sommer? Frühjahr, Sommer, genau. Mhm. Ihr zieht also nicht ein Drehbuch von vorne bis hinten durch? Mhm. Total gemischt. Mhm. Also ein Regisseur hat meistens so 5 bis 6 Drehbücher. Und das wird dann richtig vollkommen durcheinander gemacht. Ja. Ein bisschen chronologisch. Hängt vom Motiv natürlich ab. Ja. Aber, ja. Und wenn es schlecht ist, dann muss man einfach die Schönwetterphase abwarten. Also wir stehen auch manchmal. Mhm. Also wenn es richtig regnet, kannst du auch nicht drehen. Und dann wird halt abgewartet. Mit Licht kann man noch viel machen. Also manchmal auch so Zelte, diese Easy-Ups. Die sieht auch. Man nicht. Da wird dann an den Regentropfen vorbeigefilmt. Die neuen Folgen laufen morgen, 19.25 Uhr. Im ZDF. Von 27 Stück wird es geben. Und jetzt gleich im Anschluss an die Sendung läuft eine Wiederholung von 2002. Ja, ihr seid dabei. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Und grüßt die Kollegen von den Rosenheim-Cops. Ganz, ganz lieb von uns vor und hinter der Kamera. Gute Dreharbeiten wünschen wir euch und alles Gute. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Fein. Wir dürfen aber noch aufessen. Ah, okay. Das geht schon. Und wir sehen uns morgen wieder. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut.